Seit 2 Jahren macht Chantal bei der Firma Schnellecke eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Die 21-Jährige zeigt Engagement und ist sich ihrer beruflichen Zukunft sicher. Direkt nach der Schule sah das noch ganz anders aus. Frust und Orientierungslosigkeit waren damals groß. Nach ihrem Abschluss fehlte ihr ein Plan. Vorher war ich am Friedrich-Ebert-Lange Berufskolleg, wollte da mein FOR machen. Und dann, wie jeder Teenie das mal kennt, hatte man dann diese Null-Bock-Phase. Ja, dann habe ich dann doch nur meinen Hauptschulabschluss, meinen guten, bekommen. Danach hat meine Mutter dann halt gesagt, ja, was willst du denn später machen? Und ja, da wusste ich halt nicht genau, habe so gesagt, ja, ich will erstmal gar nichts machen. Dann meinte sie so, ja, guck dir doch erstmal ein paar Berufe an. Und dann hat sie mir einen Zeitungsausschnitt gezeigt von der DRA. Und dann meinte sie so, versuch es doch einfach mal. Und die DAA, die Deutsche Angestelltenakademie, konnte Chantal tatsächlich helfen. Der Bildungsträger kooperiert mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter und bietet Bildungsmaßnahmen für den Weg in Ausbildung. Wir sind ein bekannter Anbieter im Umschulungsbereich. Und wenn wir über den Jugendbereich sprechen, haben wir eine große Tradition berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen, wo wir junge Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren, sie vorbereiten und orientieren. Und wir sind da ein bekannter Ansprechpartner für örtliche Behörden und für lokale Unternehmen. Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren werden von der DAA betreut und in den Arbeitsmarkt begleitet. Hierfür bedient sich die Deutsche Angestelltenakademie verschiedener Ansätze, die abhängig von der jeweiligen Situation des Jugendlichen greifen. Einer davon ist die BVB, die berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme. 1 Jahr lang gehen die Sozialpädagogen hier auf die Jugendlichen ein. Gemeinsam finden sie heraus, was ihnen Spaß macht, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Lisa Reinemann ist Sozialpädagogin am DAA-Standort in Kamp-Lindfort und dortige Ansprechpartnerin für die Jugendlichen. BVB steht ja für Berufsvorbereitung, ne? Und es sieht eben so aus, dass wir Jugendliche zu uns bekommen, die einerseits vielleicht beruflich orientiert sind, andererseits aber noch nicht und schauen erstmal einfach, wofür sind die geeignet. Chantal hatte ihrerzeit bei der DAA das Lagerwesen für sich entdeckt. In der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme hat sie das Wichtigste zum Thema Lager gelernt und sogar ihren Staplerführerschein gemacht. Da bin ich der DAA sehr dankbar. Die, sag ich mal, trimmen einen richtig. Die finden das auch wichtig, dass wir dann eine Ausbildung bekommen, beziehungsweise dass wir erstmal eine Praktika bekommen, um dann später vielleicht übernommen zu werden. Also da hängt die DAA schon ganz schön hinter. Das, was Chantal geschafft hat, ist auch Julias Ziel. Nach einer abgebrochenen Ausbildung und vielen Stunden beim Arbeitsamt wird sie nun seit ein paar Wochen bei der DAA in Kamp-Lindfort betreut. In dieser Zeit hat sie einige Berufsfelder ausprobieren können und ihren Wunschberuf bereits gefunden. Also zuerst bin ich in Lager und Handel gegangen, weil mir das auch sehr Spaß gemacht hatte alles. Aber nach 2 Wochen habe ich mich dann dazu entschieden, doch zu wechseln, weil ich halt durch mehreren Gesprächen mit meinen Bildungsbegleitern festgestellt habe, dass ich gerne Raumausstatterin werden möchte. Seit ihrer Entscheidung lernt Julia nun Theorie und Praxis im Bereich Farb- und Raumgestaltung. In ein paar Monaten wird sie dann eine kleine Abschlussprüfung absolvieren und danach soll es in ein Praktikum gehen. Gemeinsam mit Bildungsbegleiterin Lisa Reinemann ist sie bereits auf der Suche nach passenden Stellen. Hier wird sorgfältig gewählt und oft mit den möglichen Betrieben Kontakt aufgenommen. Denn bestenfalls ist das Praktikum der Sprung direkt in eine Ausbildung. Das ist uns auch immer wichtig, ne? Gerade wenn die Teilnehmer orientiert sind, so wie die Julia das ist, ne? Dass sie auch wirklich in ein Praktikum gehen, wo auch die Chance besteht, ich kann dort übernommen werden. Ein weiteres Modell neben der BVB ist die BAE, die Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen. Alexander befindet sich derzeit in einer solchen Ausbildung und absolviert sein 2. Lehrjahr als Verkäufer im dänischen Bettenlager. Dass er heute mit seiner Situation zufrieden ist, hat er den Bemühungen der DAA zu verdanken. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht, habe mich da nicht ganz wohl gefühlt. Und dann kam der Vorschlag von der Bundesagentur für Arbeit, dass die DAA überbetriebliche Ausbildung macht. Und da wurde ich dahin verwiesen und dann hat sich so eins nach dem anderen ergeben. Bis jetzt hat ihn sein Ausbildungsbetrieb noch nicht als Auszubildenden übernommen. Und er steht noch bei der DAA unter Vertrag.
Julia Lippmann ist Alexanders Bildungsbegleiterin und hat ein wachsames Auge auf seine Entwicklung. Regelmäßig schaut die Sozialpädagogin daher vorbei und vergewissert sich, dass im Betrieb alles läuft. Einmal ist das auf jeden Fall eine Kontrollfunktion, die die in dem Rahmen aber auch oft benötigen. Und dass sie wissen, sie können nicht machen, was sie wollen und alles kommt wieder irgendwann bei uns an. Auf der anderen Seite gibt es denen, glaube ich, ganz, ganz viel Sicherheit, dass wir da sind und dass sie wissen, wir wissen, was im Betrieb passiert, deswegen fahren wir auch in die Betriebe rein, was passiert in der Berufsschule und wir da einfach ein großes, enges Netz denen bilden und zeigen, wir sind überall für euch da, wir unterstützen euch überall und ihr könnt mit allen Problemlagen zu uns kommen. Wir wissen aber auch, was da passiert und wir da direkt unsere passenden Ansprechpartner sind. Diese umfassende Betreuung ist ein wichtiger Baustein in der Arbeit der DAA, den auch Alexander besonders zu schätzen weiß. Die Betreuung ist super. Also wenn ich wüsste, dass keiner hinter mir steht, wie zum Beispiel die Frau Lippmann, da wäre mir schon ein bisschen mulmig, weil ich weiß, da ist mal jemand, der mich auffängt, falls was ist oder mich zweimal in den Hintern tritt. Und ich muss sagen, das gibt einem das Gefühl, weiterzumachen und dann ja, es auch zu schaffen. Wenn ich das abgezogen habe, komme ich zu einem neuen. Neben der Zeit im Betrieb und der Berufsschule geht es für Alexander 4 Stunden in der Woche zum Förderunterricht in die DAA-Einrichtung in der Duisburger Innenstadt. Hier arbeiten die Jugendlichen gemeinsam mit den Lehrern Inhalte aus dem Berufsschulunterricht auf, lernen für Klassenarbeiten und bereiten sich auf die Zwischenprüfung vor. Es ist schon sehr wichtig, weil teilweise die Leute auch in der Schule nicht alles verstehen. Dann weiß man, man kann hier hingehen, hat jemand, der einem mehrmals alles erklärt. Auch Leute, die eine Schwäche haben, jetzt in manchen Fächern, hier wird alles nachgeholt und dann halt wird man auf den neuesten Stand der Schule gebracht. Also es ist schon wie eine zweite Familie hier. Gleichzeitig nutzen die Bildungsbegleiter diese Zeit für den persönlichen Kontakt. Von Problemen bis zur weiteren Planung wird hier alles besprochen. Wir arbeiten dann zum einen mit den Dozenten gemeinsam die Schulmaterie auf und zum anderen ist das eben die zentrale Zeit, wo wir als Sozialpädagogen mit den Jugendlichen ganz intensiv arbeiten, die Förderplanung mit denen schreiben oder zusammenstellen, gucken, wie läuft es in der Berufsschule, in dem Betrieb, um das Ganze hier so ein bisschen zu verknüpfen. Das Netz aus individueller Förderplanung und enger Betreuung macht die DAA erfolgreich. Wir vermitteln in den ersten Ausbildungsmarkt aus unserer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme bis zu 80% der Jugendlichen in Ausbildung. Und in den kooperativen Ausbildungen haben wir einen sehr starken Übergang in betriebliche Ausbildung, was mich sehr erfreut und was mich stolz macht auf unser Team. Die Lara gehört zu diesen erfolgreich vermittelten 80%. Sie kam zur DAA mit einer ziemlich genauen Vorstellung davon, was sie machen möchte. Und bei ihr musste alles sehr schnell gehen. Also ich habe das FÖRQ gemacht und danach war ich mir sehr sicher, dass ich was Kreatives machen möchte. Dann war ich in Köln für 2 Jahre an einer Medienhochschule in der Fachrichtung Film und Animation. Habe danach auch ein Praktikum bei einer Werbeagentur gemacht, habe jedoch gemerkt, dass es nicht so wirklich was für mich ist. Aber dass ich was Kreatives machen will, das stand schon fest. Nur ich wollte noch was Handwerkliches dazu. Es sollte nicht nur am Rechner sitzen sein, sondern ich wollte mit den Händen kreativ sein können. Und dann kam ich halt auf die Ausbildung als Gestalterin für visuelles Marketing. Nur war das halt relativ knapp alles. Die meisten Ausbildungsplätze waren leider schon vergeben. Die DAA verhalf die Lara kurzfristig zu einem Ausbildungsplatz bei Dirk Efgemann. Hier macht sie seit 2 Jahren das, was sie wollte, die Ausbildung zur Gestalterin für visuelles Marketing. Ich habe eines Tages einen Anruf bekommen von einer Mitarbeiterin der DAA, die sich vorgestellt hat und kurz erklärt hat, was die DAA so macht. Und fragte, ob ich eine Ausbildungsstelle frei hätte, ob ich mir vorstellen kann, ob ich vielleicht 1 Jahr lang eine Auszubildende übernehmen könnte. Natürlich mit dem Ziel, sie dann auch weiterhin zu beschäftigen. Und genau das hat Dirk Efgemann auch getan. Für das erste Lehrjahr lief die Laras Ausbildungsvertrag über die DAA. In dieser Zeit hat der Werbefachmann die Leistung der 22-Jährigen erprobt und sie schließlich als Auszubildende übernommen. Wir erklären den Unternehmen, dass es sich um eine Win-Win-Situation handelt. Junge Menschen, die auf dem ersten Ausbildungsmarkt nicht ad hoc Fuß gefasst haben, kommen durch unsere Begleitung, durch die Unterstützung der Agentur für Arbeit, eine Rückendeckung auf finanzieller Art. Im Grunde genommen verlängert man die Probezeit, Erprobungs- und Erfahrungszeit, um dann junge Menschen, die dann eigene Auszubildende werden, zu übernehmen.
Und so kümmert sich die Deutsche Angestelltenakademie seit über 60 Jahren. Bringt durch Sicherheit und eine führende Hand da, wo es nötig ist, Jugendliche auf erfolgreichen Weg in Beschäftigung.